Okay, na dann. Also ich habe mir überlegt, weil ja Potsdok ist, dass ich ein Lagerfeuer mit nachstellen werde. Ich habe mir jetzt hier schon alles vorbereitet, sonst laufe ich immer viel, viel mehr rum. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in den Chat. Inga wird mir die vorlesen. Genau. Ja. Gut, nee, ich habe mir hier ein bisschen Wasser hingelegt, verschiedene Farben. Ich wollte einen Fluss bauen und dann den Waldboden, weil es ist ein Lagerfeuer im Wald. Genau. Wollte ich euch mal zeigen, damit es ein bisschen tiefer hat quasi, mache ich immer eine dunkle Tüte und dann eine helle Tüte obendrauf. Und dann wirkt das besser, habe ich mal so festgestellt. Genau. Und irgendwie ist das sehr komisch, die ganze Zeit mit mir selbst zu reden. Aber ich gewöhne es dran. Kann ich auch gern antworten. Ja, sorry, jetzt ein Krach, es ist gleich vorbei. Ja. So, der Tisch ist neu, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Naja. So, damit es nicht die ganze Zeit so hoch geht, habe ich den Trick, dass ich da dann irgendwas drauflege, wie jetzt zum Beispiel dieses Boot hier. Dann bleibt es nämlich ein bisschen unten. Trick Sehr schön. 17. Ja. So, jetzt habe ich mir hier einen schönen, satten, grünen Boden ausgesucht, den ich jetzt hinlegen werde. Problem ist, weil ich mir jetzt hier alles zurechtgelegt habe, ist natürlich der ganze Tisch hier voll. So. Damit man halt diese Trolle nicht sieht, mache ich die so aus dem Bild, dass Vera, Claudia lässt ist. fragen, wie groß dein Vorrat an Requisiten mittlerweile ist. Warte. Sieht man's? Moment. Ja. Kisten voll. Also, ich habe sehr viel. Und auch, ach so, hier ist ja auch noch. Das sind die kleinen Sachen. In diesen tollen, wunderschönen kleinen Schublädchen. Ich habe, weiß nicht, unzählige Flaschen und Becher und was alles. Es ist, hat ein bisschen überhand genommen. Es ist etwas eskaliert. So. Eskalieren. Jetzt liegen hier diese nervtötenden Trolle überall rum, aber ich werde das Foto dann so machen, dass der Ausschnitt nur hier ist und nicht irgendwie außen war. Vera Uwe Vergesst immer. lässt fragen, wer dein Standard-Kükenlieferant ist. Die ganzen Drogerien zu Ostern. Und Also ich Menschen, habe da die Küken sehen, ne? Menschen, die Die immer Küken kommen. sehen und mir dann kaufen. So, ich werde heute mit Special Effects arbeiten. Mache ich öfter mal. Da habe ich mir dieses tolle Lagerfeuer und diese tolle LED-Lampe hier. Und habe extra gebastelt für euch. Ja. Wenn ich jetzt noch ein bisschen festkleben, habe ich mir schon was vorbereitet. Und dann habe ich ein Special. Falls ihr euch wundert, dass ich immer so abgehackt rede, mein Telefon lässt sich leider nicht komplett stumm schalten und ich höre mich immer im Echo. Ja. Hoffe, euch geht es nicht so. Nö, nö, das So. geht. Und jetzt ist da quasi Special Effects. Oder auch nicht. Ja. Okay. Es ist jetzt so, dass ich jetzt hier alles aufbaue. Ich habe auch einen Schwenker, weil dieses Lagerfeuer im Saarland dazu. Oder so seht ihr das, der Bildausschnitt ist richtig gewählt. Ja? Ja, du machst ja nachher noch ein Foto davon. Ja, nee, ja. Ich habe hier mir vorbereitet dieses kleine Döschen, wo ja, Sachen drin sind, die ich leicht aufstellen werde, vielleicht noch nicht. Das ist ja immer das. Ich habe vorher eine Idee und weiß dann nicht, ob ich die auch wirklich dann so umsetze, wie ich die Idee habe. Das kommt dann tatsächlich immer im Laufe der Zeit. Jetzt merke ich zum Beispiel, dass das Sofa
dass ich das ein bisschen weiter nach vorne ziehen muss. Liegt ja alles noch da. Weil ich wollte ja an den Rand der Wiese ein paar Bäume machen. Sorry. Und dann nämlich mein Lieblingsaccessoire, was ich mir letztens gekauft habe. Kennt ihr das? Eine kleine Lichterkette. Eine kleine bunte Lichterkette. Und ich finde so schön. Die wollte ich jetzt mal endlich irgendwie auch mal benutzen. Nein, jetzt habe ich mir vergessen, das Wichtigste zurechtzulegen. Wo ist es denn? Da. Also, die wichtigste Sache, die ich habe, ist das. Weil dann kann ich alles unsichtbar festkleben und auch wieder lösen. Und so passiert es nämlich, dass Küken zum Beispiel nicht umfallen, wenn ich sie irgendwo mit schweren Dingen befestige. Also hier zum Beispiel sieht man an der Bank, ist das so, dann kippt die nicht um, falls da irgendwie schwere Küken drauf sitzen oder so. Jetzt kann ich hier an der Lichterkette das Glaszeug befestigt, versucht das jetzt irgendwie im Baum so zu verstecken, dass man es nicht sieht. Also ein bisschen Illusion ist auch immer dabei, ne? Bei so einem Küchenbild. Also, sollte vielleicht nicht mitgehen. So ist, dass meine Geduld. So, man kann diese Bäume auch aufeinander machen. Das heißt, ich werde das jetzt festnehmen und dann den Baum wieder zusammenstecken. Und die andere Seite. Wenn es dann geht. Es ist viel mit Geduld, also ein Geduldsspiel ganz oft. Aber es geht. So. Dann habe ich jetzt hier noch diverse, weil wir im Wald sind, diverse Waldtiere mir ausgesucht, zum Beispiel eine Schlange und natürlich ein Eichhörnchen. Eichhörnchen wollte ich jetzt hier, das ist so ein Loch, das mich nervt. Aber zum Glück habe ich ja dieses Tiere-Baby. Sieht man alles? Ich sehe das immer nicht. Wo bist du gerade? Ja. So. Und ich klebe jetzt das Eichhörnchen hier fest. Und jetzt ist das Loch. Und ich bin zufrieden. Weil Potsdok ist, habe ich hier natürlich Nugget auch ausgesucht. Nugget kommt einfach auch mit aufs Bild. Sehr gut. Dann gehören natürlich noch Sachen auf den Grill. Alle vegan natürlich. Sieht man, weil das Fleisch und die Würste ein bisschen unecht aussehen. Und wer schon mal auf Potsdok war, weiß, dass auch Bananen gegrillt werden. Und weil es ja ein veganer Grill ist. So. Ich habe auch hier diese tollen Sachen. Würstchen am Stiel? Natürlich auch. Vera, ich habe da noch ein paar Fragen im Chat. Ja, stell mal. Arnim fragt, ob du auch Schwenker für den Schwenker hast. Naja, die Schwenker, die kommen da gleich noch dazu. Genau, dann fragt Uwe, wie du eigentlich dazu gekommen bist, die Kükenbilder zu starten.
Soll ich jetzt die ganze lange Geschichte erzählen, die ich ständig erzähle? Immer das. Es gibt einen Autoren, der Frank Klötgen heißt, und der hat früher aus seinen Büchern, die er selbst verlegt hat und zwei Paletten, glaube ich, sich nach Hause hat liefern lassen. Und dann fand er den Palettenstapel so hässlich und hat dann angefangen, aus dem Bücherpaletten Bauwerke nachzustellen. Und dann hat er irgendwann ein Zelt nachbestellt und hat gesagt, hier, das kann man doch, das eignet sich doch, um das nachzubauen. Und dann hatte ich da noch diese kleinen Küken bei mir zu Hause und dann habe ich es nachgestellt. Ich hole mal gerade so ein Bild. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht. Genau, das ist der Tunnel, der Gotthardtunnel nachgebaut mit Büchern. Sieht man's? Man kann es schlecht erkennen. Man kann es ja gleich einfach mal vertwittern oder so. Ja, genau. Auf jeden Fall hat er das gemacht und dann habe ich halt dieses Bild mit dem Buch dann nachgestellt und ja, so hat es dann alles angefangen. So, dann gab es noch eine Frage. Moment. Ja. Darian fragt, woher deine Requisiten kommen. Soweit ich es von deinen Bildern kenne, scheint das meiste Playmobil zu sein. Kaufst du dann Sets oder Einzelteile? Sowohl als auch. Also Playmobil habe ich ganz viel bei eBay dann so kleine Teile gekauft. Konvolute. Und was auch ganz gut ist, sind für, wie heißen denn die, Puppenhäuser im Maßstab 1 zu 12. Und das kaufe ich tatsächlich bei Wish oder bei AliExpress. Da ist es halt günstig und man kriegt irgendwie viel für wenig Geld. Ja. Dann fragt Uwe, ob du schon mal über ein Stop-Motion-Video nachgedacht hast. Hab ich. Es ist sogar eins fertig, aber noch nicht richtig geschnitten. Das ist, Gott, das ist mindestens 8 Jahre her, dass ich das gemacht habe, aber die Freundin, die das schneiden wollte, hat das nie gemacht. Ja, stimmt. Aber du hast ja auch Zeitrafferaufnahmen von deinen Kükenaufnahmen. Genau. Bildern. Genau. Ja. Also ich mache den Hund jetzt zum Beispiel, weil jetzt sind ja diese Klebepunkte hier ganz schön zu sehen. Und die muss ich natürlich irgendwie verstecken. Deswegen habe ich jetzt vor allem so ein Ding einfach in den Mund gelegt, weil dann die Perspektive, dann sieht man es da nicht mehr. Und vor das andere stelle ich diese Lampe hier und dann sieht man nämlich die Klebepunkte nicht mehr. Und zack, alles gut. Und jetzt kommen noch ein paar kleine Tiere auf. Das Lustige ist, ich mache immer alles fertig und dann erst setze ich die Küken aufs Bild. Und manchmal stelle ich auch Sachen auf, die dann am Ende gar nicht mehr aufgehen zu können. So, macht mir total Mühe, dass es total gut aussieht. Und dann am Ende sage ich, nö, ach, das passt ja gar nicht. Bin damit ausgeschnitten. Naja. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Ach, ewig noch. So, ich werde auch. Das Holz vom Fotzbock-Bändchen ist ja gegangen. Und das werde ich jetzt benutzen. Ich habe ja auch einen Haken. Eine Meine erste Axt. Axt. Meine erste Axt, die ich hatte, ist verloren gegangen, als wir Patrick Salben mal zu Gast hatten, der ein Buch geschrieben hat, das auch Ich habe eine Axt hieß. Und dann wollte er eine Axt oder eine Motorsäge auf der Bühne als Deko haben. Und dann habe ich diese Axt da draufgelegt und dann hat er sie mitgenommen, weil er dachte, das wäre ein Schick. Naja. Ach so, genau. Ich kaufe auch ganz oft so Kleinzeug auf irgendwelchen Kreativmessen. So. Wie gesagt, am Ende sieht man die Axt wahrscheinlich überhaupt nicht und die ganze Mühe ist nicht wert gewesen. So.
Regel noch dazu. Jetzt habe ich hier noch ein paar kleine Gläser und Flaschen, die ich so auf und in die Küche verteile. Natürlich, was nicht fehlen darf, am Lagerfeuer ein Liter. Und natürlich, kennt man leider nicht mehr so, steht da Mate drauf. Ja, beim Putzen, nicht? Herzallerliebst. Nicht. So, diese Bäume übrigens, das waren die allerersten Baumdeko-Elemente, die ich gekauft habe, bei Kik damals. Bei solchen Läden findet man halt mit Deko. Und die benutze ich immer noch gern so als, als immer wiederkehrendes Deko-Detail. So, jetzt kommen langsam die Küken ins Spiel. Wo habe ich denn die Kükenkiste hingestellt, um Gottes Willen? Ach, da. Vera, du hast noch 24 Minuten Zeit, also. Ah ja. So, das ist die Kükenkiste. In dieser Kükenkiste ist auch ein Rollstuhl, den mir Dela mal netterweise 3D gedruckt hat. Und den setze ich auch immer gerne jetzt auf Fotos ein. Weil die Kursion. Oder. Nicht nur Inklusion, sondern das Darstellen von Realitäten. Sehr schön. So. Leider können nicht alle Küken sitzen, deswegen stehen die ganz oft auf Bänken. Und dieses Küken guckt deswegen. Küken haben auch immer ganz, also auch Gesichtsausdrücke tatsächlich, die ich dann deswegen auch raus, weil wenn dann eins nur ganz erschrocken guckt oder so, dann passt das natürlich viel besser, als wenn ein Küken irgendwie traurig guckt oder gelangweilt oder so. Und ich suche auch immer, ihr seht gar nicht, dass ich die Küken dort aussuchen will. Egal. Ich versuche auch immer verschiedenfarbige Küken auszusuchen, weil bunte Vielfalt und so und nicht alle eins. Das versuche ich dann so durch Kleinigkeiten dann darzustellen. Gibt es noch Fragen? Bisher nicht, nee. Was bin ich denn noch? Ich habe auch immer verschiedene. Es gibt auch Küken mit Irokesen-Haarschnitt und in drei verschiedenen Farben und so. Dann habe ich hier noch diese überhaupt nicht gruseligen Küken aus England, die vier Augen haben. Siehst du das? Ist das scharf genug? Ein bisschen. Vera, keine Frage, aber Aristocats schreibt gerade, er könnte sich das stundenlang angucken. Ja, dann. Das ist übrigens eines meiner ältesten, danke. Das ist eines meiner ältesten Küken, da ist der Hut noch auch aus dem gleichen Stoff wie das Puff. Und die Beine sind ein bisschen eklig. Ja. Aber das baue ich auch gerne ein, das Küken. Ach, hier ist ein dreifarbiges. Yay. Sag mal, Vera, machst du eigentlich deine hin und wieder machst du doch, wie heißt es, Inventur. Zählst du da dann auch mal deine Küken? Nee, aber das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es irgendwo bei 600, 700. Mhm. Genau, aber. Also ich, nee, 500 habe ich. Also ich mache öfter. Also hier sieht man ein gutes Beispiel. Dieses Küken hat einen Hut auf und eine Sonnenbrille und ist deswegen sehr kopflastig und deswegen muss ich das an den Füßen festkriegen. Sehr kopflastig, schön. Also das letzte, ich habe ein Bild mal gemacht, auf dem 500 Küken zu sehen waren. Und das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ich lasse immer auch Platz zwischen den Küken, weil die Getränke müssen da ja immer noch. Ne?
So, das ist eins meiner kleinsten Küken, das älteste Küken von mir. Vera, du hast auch ein Bild zu jedem Thema, so Revolution und sowas, ne? Irgendwas, was war das, Chaos-Tage oder? Nee, 1. Mai-Prozess. Ach, 1. Mai, genau. Fliegenden Stein, die habe ich wirklich an Seilen und Windfäden aufgehangen, die Steine. Die fliegen tatsächlich. Da hast du dann auch die Irokesen-Küken verbaut. Ja, auf der einen Seite die Irokesen-Küken, auf der anderen Seite die PolizistInnen-Küken, weil, genau. Also da hatte ich halt noch keine bunten Küken, da das ist da nur gelbe. Da, die Anfänge, da sieht man immer. Ach, der gute Sascha hat das Bild, glaube ich, gerade in den Chat gepostet. Ja, tatsächlich. Natürlich. ich mag diese Gläser übrigens. Das ist auch so ein Wischkauf, weil die haben einen kleinen Strohhalm und eine Zitrone. Oder die Mitte. Ich meine, das ist alles gut zu unscharf. Naja, ich mag das. Ich stelle es mal hier ganz vorne hin, ich bilde ein Mädchen. Das passiert auch oft, dass dann Küken umfallen. Ich habe aber zu Weihnachten dieses praktische Ding gekriegt, eine Blutpinzette. Und dann kann ich mir sagen, die Küken, wenn das mal irgendwie eine enge Stelle ist, kann ich die dann greifen, ohne dass ich alle anderen umschmeiße. Jawohl. Voll gut. Nicht? So, jetzt kommen jetzt so die Kleinigkeiten noch. Ich drehe zum Beispiel auch die Label von, also ich habe hier zum Beispiel kleine Cola-Fläschchen und die Label drehe ich aber immer so, dass man das jetzt nicht unbedingt sieht. Man erahnen kann, was es sein soll, aber kann ich auch noch. Muss ja nicht. So, die Mateflasche. Dann habe ich hier noch, das mag ich eigentlich auch, ein kleines Cognac-Gläschen. Kam zusammen mit einer Cognac-Flasche. Ist da Goldbrand drin? Ja, auf jeden Fall. Ist Goldbrand überhaupt Cognac? Erzähle ich jetzt Quatsch? Ich glaube nicht, ja, natürlich erzähle ich Quatsch, aber wir trinken kein Alkohol, das dürfen wir Quatsch erzählen. Stimmt. So, aber ich mache die Bierflasche. Ich schwenke gerade auf den Grill, ne? Also, ich denke, ich komme da aus dem Niemand. Eine Bierflasche mache ich natürlich ins Boot und ins Feuer. So, ach, jetzt habe ich vergessen. Jetzt muss ich natürlich noch ein großes Küken finden. Weil von wegen Perspektive und so. Ich kann natürlich diese Gitarre nicht ein witzig kleines Küken machen. Das sieht ja nicht aus. Ne? Das. So, deswegen muss die Perspektive stellen. Nehme ich ein großes Küken. Und da muss ich jetzt sowohl Klebedingsies an die Füße machen, damit das Ding halt nicht umkippt, und an die Gitarre. Macht Sinn. Ja. Und hier sieht man auch, dass es Playmobil ist, weil hier ist noch der Griff für die Playmobil-Hände. Was ist das? Ja, der Griff für die Hände, das ist die Playmobil-Figürchen. Ach so. Aha, jetzt, ja. So, ich habe hier natürlich noch viel mehr Baumdeko stehen. Mal gucken, ob ich das aufstelle. So, weil es immer so ist, das Küken, wenn das zu weit unten ist, dann fällt das eh runter. Also muss ich die Gitarre so weit wie möglich nach oben kleben. So. Damit das irgendwie halbwegs gut aussieht. Jetzt habe ich wieder alles zugebaut, wie schön.
Vera Steffi lässt fragen, wie lange dauert es in der Regel von der Idee bis zum fertigen Bild? Also die Ideen kommen ja tatsächlich immer spontan eigentlich eher. Und dann habe ich es im Kopf und dann dauert es manchmal 20 Minuten und manchmal aber auch 3 Stunden. Also das Forrest Gump-Bild, das hat mich, glaube ich, 3 Stunden meines Lebens gekostet. Weil dafür ist es aber sehr gut geworden. Ja, eben. Aber trotzdem, ne, viele kleine Küken in kleinem Umkreis. Und da muss ich mir überlegen, wie mache ich denn das, dass man das Wasser gut erkennt und so. Und genau, also es war sehr aufwendig. Oder die, wie hieß denn der Typ, der da in der Hülle, in der Riesendinghülle eingestürzt ist, den sie dann da rausgefischt haben? Keine Ahnung. Lars schreibt gerade, ich erinnere mich an ein Rekordbild, das gefühlt in ein paar Minuten fertig war. Welches meint er wohl? Ja, weiß auch nicht mehr. Aber zum Beispiel die Bilder, die ich jetzt zur Schnitzeljagd gemacht habe, ich glaube, da habe ich für die 3 Bilder, die ich extra gemacht habe, nicht lang gebraucht. Also irgendwie insgesamt eine Dreiviertelstunde oder so für 3 Bilder. So, jetzt stelle ich hier noch ein paar Bäume auf, weil ich mache ja gleich so eine Perspektive und dann ist es meistens so, dass man dann hier dann den Rand hier von dem Ding sieht und so. Ich habe jetzt übrigens extra den Sternen darunter gewählt, weil ich ja gleich, um das Foto zu machen, dann das Licht ausmache, um das Feuer besser zu wählen. Aber Vera, du zeigst uns dann gleich mit deiner Handykamera noch, wie du das Bild dann gleich machst, ne? Die Perspektive. Ach so, ja, ich mache das heute gleich jetzt vor, das abzumachen, euch zu zeigen und dann aber das Foto erst zu machen, wenn das hier vorbei ist. Ja, ja. Weil die Kamera. Du hast übrigens noch 13 Minuten Zeit. 13 Minuten, weil eigentlich bin ich jetzt fertig. Ach so. So, ja, dann zeig uns doch mal. Zeig uns doch mal das Bild. Das Bild ist gekippt. Moment. Das ist das Bild? Gekippt, es ist auf längs. Ah, jetzt. Ach so, ja, weil im Moment mal, ich muss mal ganz kurz das Licht noch ausmachen. Ich weiß, das macht man nicht und so, aber natürlich. Also jetzt sieht man das natürlich nicht so wie, genau, es soll natürlich eigentlich längs sein. Und ich mache wieder das Licht an. Genau. Und mit der Kamera kann man noch so ein bisschen, wie heißt das, Nachtmodus und so. Und dann sieht man halt auch besser, was da rauskommt. Mir fällt jetzt gerade noch auf dem Bötchen fehlt noch ein Paddel, aber ich weiß nicht, wo ich die Paddel in der kleinen. Das suche ich dann noch und dann mache ich gleich noch noch ein Paddel oder sowas aufs kleine Bötchen. Oder ein Rettungsring oder so. Da, irgendwas fehlt mir dann noch. Ich habe auch in dem, hier in dem Wasserding, habe ich auch irgendwo ein Loch, weil ich da mal ein Haibild gemacht habe. Und dann so die halbe Fischflosse durchgesteckt habe. So, ich wollte mit Special Effects arbeiten. Hä? Was war das? So dein? Weil wir doch im Wald sind. Verstehe. Ja. Genau. Ja, keine Fragen mehr? Nö, leider nicht. Doch, warte. Ein Segelbaum fürs Boot, schreibt er. Schreibt Arnim. Und Lars schreibt, war das Tattoo-Studio nicht so schnell fertig? Ich bin nicht sicher. Doch, stimmt, das Tattoo-Studio. Ja, doch, das Tattoo-Studio war ziemlich schnell fertig. Und ich glaube, das Kegelbild hatte ich auch sehr schnell fertig gemacht. Und welches ist dein Lieblingsbild? Mein Lieblingsbild ist das Surfbild, ist tatsächlich mein Lieblingsbild. Ja, ne, das Surfbild ist echt auch mein Favorit. Ne? Schreibt doch mal in den Chat, was ist euer Lieblingsbild? Oh ja. Ich gucke jetzt hier in dieser Kiste, ob ich da vielleicht das Segel finde. Ich habe zum Beispiel auch von Dela, die hat mir hier diese tollen Pflanzen hier geschenkt, aber die konnte ich bisher, glaube ich, nicht wirklich gut einarbeiten. Könntest du mal einen Urwald nachbauen?
Ja, das stimmt. Mit Küken auf den Bäumen und so. So, ich gucke einfach mal hier gerade in dieser Kiste. Wenn, dann Zeig uns mal die Kiste. das ist Lars die. schreibt, das Surfbild ist großartig, ist auch sein Lieblingsbild. Und Jörn schreibt, alle Podcast-Bilder sind einfach großartig. Danke. Ich habe hier auch so ein paar Sachen, die übergeblieben sind von anderen Bildern. Zum Beispiel, das hatte ich auf die Bühne vom Oktoberfestbild. Weil das Oktoberfestbild habe ich 2015 gemacht. Hier. Ha. Ich wusste doch, wenn ich was finde. Sehr Ist jetzt schön. wahrscheinlich das richtige Paddel. Ah, was ist ein Paddel? Gleich werde ich bestimmt berichtigt, weil es eigentlich ein Ruderstock ist oder so ein Quatsch. Darian hat übrigens als Lieblingsbild Wir sind die Fräses. Das fand ich auch Oh sehr ja, gut. Und Lars schreibt noch alle Bilder. danke. So, hier habe ich noch die Fridays for Future. Protestbilder noch über. Und gewisse Menschen, die gemeinsam mit mir in Dänemark waren, können sich an diesen Baum erinnern. Ja. Dann habe ich nichts mehr zu erzählen, glaube ich. Und nun Ja. müssen wir jetzt noch die letzten 8 Minuten. Nichts mehr. Ich glaube, ich mache jetzt einfach diese Kamera hier aus, mache das Bild und lade das hoch. Und ihr kriegt das live mit, wie ich das bearbeite. So. Nämlich gar nicht. Dann höre ich mich nämlich auch nicht mehr im Echo. Dann mache ich mal hier aus und ihr seid da. Okay. So, ist das aus? Ja, müsste, oder? Ja, Genau. jetzt, genau. Ja, doch, doch. So, jetzt mache ich das Bild. Ich mache dafür wieder das Licht aus, weil ich will ja, ja das Foto mit in der Nacht quasi haben. Mit Special Effects und so. Genau, wie ihr vielleicht jetzt hier im Display seht, ist das Bild ist natürlich viel heller als das, was ihr eben gesehen habt, ne? Und wo kommt denn jetzt? Ach so, das ist natürlich jetzt blöd. Verdammt. Der Laptop macht ein Licht. Der macht quasi, naja, es ist der Sonnenuntergang. Ja, zur Not machst du das Bild gleich noch mal. Ja, genau. Andi schreibt übrigens, mir gefallen alle Bilder. So. Also ich gucke dann auch immer, ich mache ein Bild, gucke dann immer und denke mir so, Moment, da sieht man ja XY nicht. Genauso wie jetzt zum Beispiel, dass man die Axt nicht sieht mit dem Holzhaufen. Und deswegen schiebe ich das alles etwas weiter zur Seite, dass man den Holzhaufen natürlich noch sieht. Mit der Axt. Genau. Und vielleicht geht es auch einfach, wenn ich. Ne. Ja, wie gesagt, der Laptop ist jetzt leider ein bisschen zu hell. Aber, also ich mache jetzt noch ein Bild. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht so sonnenklar. Entschuldigt, ich bin etwas konzentriert. Wir gucken andächtig. Ja. Ich schneide jetzt mal ein bisschen noch. Sieht man die? Ja,
an. Und wenn ich auch so zum Beispiel Stellen habe, wo dann zu viel Licht ist, wo ich denke so, na ja, kommt ein bisschen weniger, dann schneide ich das irgendwie auch so einfach dann aus. Wie gefällt jetzt das, dass es im Vordergrund scharf ist und im Hintergrund unscharf? Ja, ich probiere jetzt nochmal anders. Ja, so ist das nämlich. Und ich lasse den Laptop jetzt mit Absicht drin, weil. Sven mit W schreibt, ob du die Fotos immer mit dem Smartphone machst. Jetzt, ja, am Anfang hatte ich noch eine hier ist das Ding, eine Digitalkamera. Digitalkamera, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das iPhone einfach viel bessere Bilder macht. Und dass es Quatsch ist, dann immer die Kamera und dann die SD-Karte raus und dann PC und was weiß ich. Und so kann ich das auch, so kann ich dann auch zwischendurch einfach ein Bild hochladen und muss nicht immer den PC anmachen. Und Claudia fragt, hast du schon mal über Tricklinsen für die Smartphone-Kamera nachgedacht? Tricklinsen, also sowas wie Fischei oder so. Ja, denke ich mal. Hattest du mal, ne? Nicht mal, habe ich sogar noch irgendwo. Ich habe auch, glaube ich, also das Surfbild, glaube ich, und welches Bild? Ach, das Angelbild, was ich auch sehr gerne mag. Das sind die einzigen beiden, die einen Filter drauf haben, glaube ich. Ja, und hier das mit den Bauarbeitern auf dem. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was. Nee, zwei. Es gibt zwei photoshoppte Bilder. Das mit hier Lunch atop a Skyscraper. Da habe ich halt, war ich zu faul, das Moskitonetz vor meinem Fenster zu machen. Das ist rausgefotoshoppt und noch unten eins. Genau. Nee, und genau, das Angelbild, da habe ich hier so ein Tilt-Shift-Filter reingemacht. So, und irgendwie erkennt man hier überhaupt nichts. Und irgendwie ist das hier auch verrutscht. Wie geht es denn? So, ich mache nochmal ein Bild, das gefällt mir. Und genau, ich bin auch gleich fertig. Wie gesagt, das Ergebnis, das seht ihr dann. 2 Minuten noch. Noch irgendwelche Fragen? Ansonsten. Bisher nicht nur Gedichte zum Laptop-Mond. Das ist aber nett, danke. Man sieht ja überhaupt nicht das Boot im Hintergrund, fällt mir gerade auf. Naja, das kannst du ja gleich in Ruhe machen. Genau. Dann Ohne. danke ich euch fürs Zugucken und wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Programm. Ja. Ja. Lars klatscht, alle anderen, warte, ich klatsche auch gleich, wenn ich mich finde hier. Wo sitze ich denn? Achso, ja, ich bin ja nicht auf der Wiese, ich bin ja nur im Videoschritt. Naja, auf jeden Fall klatschen gerade alle. Okay, danke, Und danke, danke. Alexander schreibt vielen Dank und klatscht auch. Und Lars findet's toll. Fand's toll. So. Jo, na dann vielleicht, also nee, wohl nächstes Jahr dann ja wieder live in der Farbe hoffentlich. Ansonsten gibt es nächstes Jahr irgendein anderes Bild. Vielleicht eins, wo ich ein bisschen länger für brauche. Na dann, vielen Dank.